Moment mal. Da hinten gab es irgendwo... Da! Brettpilze. Die sind eher selten, finde ich. Zumindest finde ich nicht oft welche. Deswegen möchte ich sie mitnehmen. So. Und dann sind es auch noch so viele. Eine Festung von Ogern eingenommen. Ich hoffe mal, dass da keine Oger drin sind. So, hier sehe ich keine Nirnwurz an diesem Gewässer. Aber ist auch eingefroren. Eine Nirnwurz hier würde... Keine Ahnung. Würde das Sinn ergeben? Keine Ahnung. Also da rechts ist ein Oger und da ist ein Oger. Aber wie gesagt, die sind mir egal. Oh, da ist doch was. So, wir haben endlich wieder volles Leben. Hey, ist das ein Behälter? Ja. Zerknitterte Notiz und rostiger Schlüssel. Vierzehnter Herdfeuer im Jahre 362 der dritten Ära. Mein alter Freund, du hast wohl die Nachricht gefunden, die ich erwähnt habe. Wir haben einen langen, gemeinsamen Weg hinter uns und du bist der Einzige, dem ich den Ring und meine Geschichte anvertrauen kann. Ich wusste, dass es ein Fehler war, durch das Fenster im Haus des Zauberers zu klettern, aber das Preisgeld für den Ring war einfach zu verlockend. Es hieß, dass er Tausende von Goldstücken wert sei. Genug, um eine Zeit lang bequem abseits der Öffentlichkeit zu leben. Es hieß auch, dass Otarzel verreist sei, bei einem Magiertreffen oder etwas in der Art. Beides traf nicht zu. Man würde meinen, bei unserer Arbeit wäre ich inzwischen daran gewöhnt, mit dem Unvorhersehbaren fertig zu werden. Aber obwohl ich überall in Cyrodiil versucht habe, den Ring an einem Hehler zu verkaufen, wollte keiner ihn anfassen. Schlimmer noch, Otarzel war die ganze Zeit hinter mir her. Ich musste viele Gefallen einfordern, um ihm einen Schritt voraus zu bleiben. Beschloss, nach Norden zu gehen und machte mich auf den Weg nach Skyrim. Noch während ich die Geralds überquerte, holte er mich schließlich ein. Zwei Feuerbälle später stürzte ich einen steilen, schneebedeckten Hang in ein Tal hinunter. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Aber ich sehe die Ruinen einer alten Festung. Zum Glück verfolgte mich der Kerl nicht bis hierher. Ich nehme an, dass er mich für tot hielt. Ich werde den Ring hier in diesem Tal verstecken, mich nach Skyrim durchschlagen und später zurückkommen, wenn ich das Gefühl habe, dass es sicher ist. Ich habe einige alte Truhen benutzt, die ich in den Ruinen fand, um sicherzustellen, dass niemand aus Versehen über den Ring stolpert. Du weißt schon, der alte Schlüssel zum Schlüsseltrick, den wir früher angewendet haben. Falls ich es nicht schaffe, hierher zurückzukehren und du diese Nachricht liest, dann gehört der Ring dir, mein Freund. Verwende ihn weise und denke an mich. Geh jetzt. Okay, bin ja mal gespannt, ob wir diesen Ring finden werden in der Ruine. Wenn wir ihn nicht finden, werden wir zu diesen zwei Ogern da hinten gehen. Die beiden töten und nachsehen, ob sie den Ring haben. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Oder ist hier vielleicht eine Truhe? Nein. Und hier... Oh, da ist doch was. So. Ja, da könnte tatsächlich was sein. Sehen wir uns hier mal um. Bei diesen Ruinen. Ich höre irgendetwas. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Hier kommen wir, glaube ich, besser durch. Komme ich da irgendwie hoch? Da vielleicht.
Na komm schon, ich will da hoch. Vielleicht wenn ich stehe. Auch nicht. Komme ich hier hoch? Ja. Schöne Ruine. Und hier geht's runter und hier ist der Weg versperrt. Ah ja. Komme ich hier hoch? Nicht? Ah. Sehr schön, wir gehen jetzt praktisch einmal um diese Ruine hier herum. Ich muss umkehren, ja, schön. Ach komm, ich darf nicht um die Ruine herum? Wie komme ich hier denn wieder raus? Okay, zum Glück geht das. Da ist ein Ogre. Warte mal, da war ich doch gerade eben. Ich bin doch hier so hin. Wieso ist da plötzlich ein Ogre? Wieso habe ich den vorher nicht gesehen? Hier scheint nicht zu sein. Soweit zumindest. Jetzt habe ich irgendwie einen Weg runter, ohne dass ich dann die Angst habe, wieder festzustecken. Hier kann man, glaube ich, runter. Ich finde das richtig schön, dass man hier das so erkunden kann. Aber ich hätte hier dafür auch eine Belohnung dafür, dass ich das hier erkunde. Hier ist nichts. Rossi öffnete den Behälter mit einem Schlüssel. Alter Schlüssel. Der Schlüssel im Schlüsseltrick. Das heißt, ich habe den Schlüssel für diese Truhe bekommen. Nur um, um einen Schlüssel zu kriegen. Und damit öffnet sich jetzt die Truhe in der eigentlichen Ruine? Oder wie? Ich würde da gerne hoch. Vielleicht kommt man da hoch. Nee. Keine Chance. Na gut. Wo ist jetzt dieser Ogre hin? Hä? Jetzt ist er wieder weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Da ist der eigentliche Eingang. Aber wir sehen uns erst hier draußen um. Ob wir hier noch etwas finden. Vielleicht ist die Truhe ja hier draußen mit dem Ring. Wäre doch toll. Ah, der andere Sprung ist leichter. Zack. Keine Truhe. Aber ich finde es toll, wir hätten die eine Truhe fast übersehen, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass sich plötzlich mein Zeiger hier, also meine GUI, verändert. Ich hoffe, wir finden wir finden noch die andere Truhe auch noch. Mist. Das würde mich sehr freuen, wenn wir die andere auch noch finden könnten. Aber jetzt erstmal hier irgendwie durchkommen. Ohne dass möglichst nochmal ein Ogre auf uns zurennt. Hier ist irgendwie nichts. Drüben vielleicht.
Wir können mittlerweile schon sehr weit springen. Aber hier ist einfach nichts. Schade. Dann gehen wir unten rein. Jetzt wird da vor der Tür plötzlich diese Oger stehen, oder? Nein. Keine Oger. Alte Holze zu Schlangenmund. Ah ja. Und wo genau sind wir da jetzt auf der Karte? Immer noch an Serpent's Tail. Also das hier ist eigentlich alles nicht Teil der Welt draußen, sondern das hier ist eigentlich alles ein Dungeon. Commodore Miss Shaxi, einer der besten Taktiker der Akaviri, irgendwas. Oh, Skelette. Skelette! Keine Oger. Die Ruinen scheinen mit untoten Akaviri verseucht zu sein. Ich weiß nicht, wie lange sie hier gefangen waren, aber ich sollte mit Vorsicht weitergehen. Ich muss den Akaviri-Kommandanten des Forts finden, denn er soll den drakonischen Stein des Wahnsinns bei sich tragen. Zwei Fackeln. Untoter Akaviri-Soldat. Irgendwie glaube ich... Beschwörung. Irgendwie glaube ich, dass der viel zu stark ist für uns. Mist. Okay, jetzt Zauber dauert zu lange. Schwertkampf hat sich verbessert. Und ich glaube, ich habe vergessen, mein Handy auszuschalten. Mist, habe ich zu lange gebraucht. So. Mist. Okay, ist nicht zu schwer für uns. Er macht nicht genauso wenig Schaden an uns wie wir an ihm. Okay. Ey. Das ist unfair. Ich mach ihn fertig. Ich zerstöre deine Ausdauer, weil. Ey! Ich zerstöre deine Ausdauer, also fall endlich um. Oder wo ist keine Ausdauer? Naja, Knochenmehl, ruinierte Akaviri-Schild und ruiniertes Akaviri-Katana. Okay, also mit dem Schild und dem Katana könnten wir was machen. Boah, wie das aussieht. Seht ihr das? Ganz kaputt. Nicht so schön wie unseres. Und damit können wir jetzt auch ein bisschen besser kämpfen. Zwei Druckplatten. Für diese Falle dort. Da vorne ist ein Akaviri. Holen wir ihn uns doch, damit er die Falle aktiviert. Jetzt geht er weg. Der kommt nicht in unsere Richtung, der geht weg. Hier rechts ist er nichts. Nein, das ist eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Ist ja fies. Ich hoffe, ich komme da noch irgendwie hin. Was haben wir hier?
Klasse 2. Oh, deine macht die Tür zu. Wow. Irgendwie hat er das überlebt. Ich mach dich fertig. Du hast keine Chance. Wow. Ich mach gleich mal wieder einen auf diesen hier. Hat sich verbessert. Super. So. Ich mach die sowas von fertig. Keine Chance. Bleiben wir wieder. Du wirst ja eigentlich gleich umfallen. Na toll, ich meinte das Skelett, nicht mich. Wow. Noch ein Schwert, noch ein Schild und nochmal Knochenmehl. Und jetzt bewegen wir zu viel. Toll. Halten wir uns erstmal. Und dann machen wir Alchemie. Dann brauen wir wieder ein paar Tränke. So. Wo sind wir? So, brauen. Was haben wir denn alles? Wir haben... Der Hasenpfote ziemlich oft. Und den nehmen wir auch als erstes her. Der geht nur mit Mais. Der geht mit der Birne und der Zwiebel. Das war's. So, was haben wir noch? Wermutblätter. Geht mit Hut eines echten Zunders irgendwas. Geht mit Waldlichtstängelhüte. Geht mit Ogerzähne. Minotaurenhorn und Blutgras. Das geht mit Wildbrett und Hut des Steinpilzes. Okay, da kommt nichts mehr. Dann haben wir Mutterkrautzweig. Geht mit Knochenmehl, Rattenfleisch und Hammel. So, dann haben wir noch Milchdistelsamen. Geht da damit gar nichts. Ach, ich kann gar nicht mehr scrollen. Okay. Dann Blutgras. Geht mit Ogerzähne und Wurzelbrei des blauen Eisenhuts. Ja, jetzt haben wir nur noch das hier. Okay, können wir uns wieder bewegen? Ja, wir können uns wieder bewegen.